Willkommen beim Kindermann YouTube Channel. Heute zeige ich Ihnen, wie einfach Sie unser Click and Show mit Ihrem Bildschirm verbinden können. Zunächst müssen wir natürlich die WLAN-Antennen auf die Basiseinheit schrauben, rechts eine und links eine, um nachher für einen optimalen Empfang des drahtlosen Inhaltes zu sorgen. Nachdem die WLAN-Antennen montiert sind, verbinden wir das Gerät über den HDMI-Out mit unserem Bildschirm und stellen dann noch die Stromversorgung her. Nachdem das Click and Show gestartet ist, zeigt es automatisch den Startbildschirm an, auf den übersichtlich die nächsten Schritte für jedes Betriebssystem angezeigt werden. Für die erste Inbetriebnahme des Click and Shows mit einem Gerät begebe ich mich auf die Homepage www.clickandshow.com und finde dort Links für die verschiedenen Betriebssysteme bereits die Starterprogramme. Dieses Starterprogramm muss ich jetzt einmalig ausführen und kann mich danach direkt mit dem Click and Show über den USB-Dongle verbinden. Sobald der Dongle einsatzbereit ist, signalisiert er das Ganze über das grüne Leuchten oder über die grüne Oberfläche des Benutzer-Starterprogramms und auf einen einfachen Tastendruck kann ich dann meinen Bildschirminhalt übertragen. Für die Verbindung mit einem Smartphone oder einem Tablet stehen mir diese beiden QR-Codes zur Verfügung. Diese scanne ich einfach mit der Kamera ab und komme dann direkt auf die richtige App im App Store. Nachdem ich diese App heruntergeladen habe, verbinde ich mich mit dem WLAN des Click and Show. Die SSID und das Passwort befinden sich auf dem Startbildschirm. Nachdem das Handy mit dem WLAN des Click and Show verbunden ist, können wir die Wireless Media App öffnen, das Click and Show auswählen. Dabei können wir sofort Fotos, Video oder auch Musik übermitteln. Damit Ihr Besprechungstisch stets gut aufgeräumt ist, möchte ich Ihnen den optionalen Click and Show Tray ans Herz legen. Dieser bewahrt bis zu 4 USB-Dongles auf. Selbstverständlich werden alle Inhalte verschlüsselt übertragen, dass Sie auch bei sensiblen Daten auf der sicheren Seite sind. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie demnächst wieder auf unserem YouTube-Channel vorbeischauen.